Besser Bücher auswählen, Teil 3. Wenn du die ersten zwei Videos noch nicht gesehen hast, dann schau sie dir an. Wie gesagt, der Ansatz der ersten zwei Videos ist relativ einfach. Regel Nummer 1, wenn du andere Ergebnisse haben möchtest, wie alle anderen, musst du andere Informationen konsumieren, wie alle anderen konsumieren. Das heißt, lies nicht die Bücher, die alle anderen lesen, sondern such für dich selbst. Und lies einfach Sachen, die sonst keiner liest. Regel Nummer 2 ist der Lindy-Effekt. Das heißt, wenn du die Wahl zwischen einem neuen Buch hast und einem alten Buch, etwas, was schon sehr lange draußen ist, lies eher das alte Buch. Vorausgesetzt, es ist etwas, was sich über Themen beschäftigt, die sich einfach nicht ändern. Das heißt, wenn du über Webdesign, ein 10 Jahre altes Buch über Webdesign liest, macht nicht viel Sinn. Aber das hätte auch schon nicht den Test der Zeit bestanden. Aber wenn du ein altes Buch über Philosophie oder Psychologie liest, über Leute, die über die menschliche Psyche nachgedacht haben, dann ist oft einmal das alte Buch besser als das neue. Weil etwas, was schon seit 100 Jahren auf dem Markt ist, immer noch auf dem Markt ist, immer noch aktuell ist, die Möglichkeit, dass es für die nächsten 100 Jahre immer noch etwas ist, was wertvoll ist, ist sehr hoch. Im Vergleich zu etwas, was erst seit einem Monat draußen ist, kann sein, dass es in einem Monat schon wieder weg ist. So viel zu diesen ersten zwei Regeln. Regel Nummer 3 ist ein bisschen ähnlich wie eine Mischung aus den ersten zwei und eine Regel, die ich leider selbst noch viel zu wenig verwende. Aber der Tipp ist eben von Ryan Holiday, das ist ein relativ bekannter Autor, schreibt viel über Stoizismus, was mir recht gut gefällt, aber auch über Marketing. Und er hat die Regel, dass er immer, wenn er ein Buch liest, er schaut dann, wenn er das Buch gelesen hat und es hat ihm gefallen, dann schaut er immer in die Bibliografie. Das heißt, welche Bücher zitiert er, welche Bücher empfiehlt er aus weiterer Lektüre. Und eins der nächsten Bücher, was er liest, kommt immer aus der Bibliografie von einem vorherigen Buch. Was das bewirkt, ist erstens, wenn du dich mit einem Thema beschäftigst, du kommst immer quasi tiefer in das Thema rein. Das heißt, du irgendwann einmal kommt da, wo du merkst, okay, du liest zum Beispiel ein Buch über, keine Ahnung, Evolutionspsychologie. Und dann merkst du irgendwann in der Bibliografie, okay, ich habe eigentlich alle Bücher zu dem Thema schon gelesen. Das heißt, du kriegst ein viel besseren Blick zu einem Thema. Das heißt, er nennt das immer, du gehst immer mehr in the Rabbit Hole, also immer diese Vorstellung, du gehst immer mehr in die Tiefe bei einem Thema. Und vor allem, du findest, das ist wieder Regel Nummer 1, Bücher, die sonst keiner liest. Weil wenn jetzt jemand zum Beispiel ein Buch schreibt über Management und du liest es, oh, das ist ziemlich cool, und dann schaust du aber, welche Bücher hat die Person gelesen. Und dann liest eins von den Büchern und dann von dem Buch liest du wieder, was die Person gelesen hat. Und so weiter kommst du immer mehr, und das ist eben dieser zweite Vorteil, immer mehr irgendwann einmal zu diese Grundlagenwerke. Das heißt, wenn man das Beispiel Evolution nimmt, irgendwann kommst du beim Charles Darwin an. Und das ist dann eigentlich die Grundlagenwerke, auf denen all diese anderen Bücher aufbauen. Das heißt, wenn du an der Oberfläche ein Buch liest und immer diese Regel folgst, kommst du irgendwann zu dem Kern, zu den Grundlagen des Themas, mit dem du dich beschäftigst. Und gleichzeitig findest du immer wieder Bücher, die du sonst auf eine andere Art und Weise einfach nicht gefunden hättest. Oder Artikel oder Research Papers. Und das ist eine ziemlich effektive Methode, irgendwo anzufangen, aber letztendlich in die Tiefe zu kommen und zu den Wurzeln, auf dem das ganze Thema aufbaut, zu kommen. Weil letztendlich, was entscheidend ist, ist nicht die aufwendigen Anwendungen, sondern immer die Grundlagen. Das heißt, je mehr Grundlagenwissen du aufbauen kannst, zu welchem Thema auch immer, umso stabiler und umso langanhaltender wird dein Wissen sein, was wieder eben zu diesem Lindy-Effekt kommt, weil meistens die Bücher, was der das Buch geschrieben hat, selbst gelesen hat, sind meistens eben die Bücher, die schon zu dem Thema relativ lang auf dem Markt sind. Das heißt, du liest erstens Dinge, die sonst keiner liest, zweitens kommst du mehr in die Tiefe, drittens kommst du mehr zu den Grundlagenwerke. Und diese Grundlagenwerke sind meistens die das Wissen enthalten, was einfach die Grundlage bildet und die, was meistens am meisten schon am Markt gewesen sind und meistens auch am meisten, so viel meistens, auch am längsten noch bestehen werden. So wie dazu ist eine relativ einfache Regel. Das nächste Mal, wenn du ein Buch liest, schau in die Bibliografie und schau irgendein Buch,
was dich interessiert, was sich spannend anhört und liest das. Und mach dir das quasi zur Gewohnheit. Logischerweise übertreib es nicht, weil die Bücher ansonsten wirklich exponentiell steigen, also sich steigern. Das heißt, irgendwann brauchst du neue Buchregale oder irgendwann eine neue Speicherkarte im Kindle, was nicht passieren wird. Aber du kriegst zumindest einmal die Idee. So viel dazu. Wenn das Video gefallen hat, den Kanal unterstützen kannst du ziemlich einfach mit dem Amazon-Link, wenn du die Bücher brauchst. Dann nimm den Link unten, damit kommt ein kleiner Code in deinen Browser rein und wenn du das Buch bestellst, kommen ein paar Cent einfach bei mir an. Und das ist eine einfache Methode, ohne dass du einen Nachteil hast, quasi diesen Kanal zu unterstützen und mir zu helfen, mehr Content zu generieren und mehr von Nutzen zu sein. So wie dazu abonnieren wir unten, Kommentare eben auch unten und wir sehen uns ansonsten beim nächsten Mal.